kann das der heilige Ort des Lord Asriel sein? Wer auch immer das ist. Warum geht die Tür zu? Was? Okay, das heißt, wir gucken jetzt mal. Das wird ja lustig. Okay. Sag mal, Lord. Das war falsch. Dann probiere ich mal das hier. Okay. Dann muss ich wohl außen anfangen. Ich gehe mal davon aus, dass es nur mit den Symbolen funktioniert. Okay, ich glaube, das war wirklich Zufall. Nein! Verflixt, wie kann ich diese Tür erreichen? Na gut, okay. Es ist doch kein Zufall. Ich muss nur die richtige Kombination finden. Gut. Achso, Moment. Gar nicht so weit springen müssen. Also, ich packe mal die Maus ein bisschen beiseite. Also. Wir nehmen das da. Dann probieren wir als nächstes. Gibt es ja echt irgendwelche Anhaltspunkte? Gibt es irgendwelche Anhaltspunkte ansonsten? Sieht nicht so aus, ne? Okay, probieren wir nochmal das Dreieck. Okay, das war's schon mal nicht. Dann die andere Seite. Jetzt haben wir hier die Wellen. Oder die Zickzacklinie. Auch falsch. Vielleicht muss ich... Ich guck mal. Vielleicht ist es ja doch besser, hier anzufangen. Nein, okay. Also gut. Der ist klar. Ich will nur mal ganz kurz gucken, da passiert. Da komme ich einfach auch zurück, ne? Ja, okay. Ich wollte nur noch mal sicher gehen. Also gut. Nummer 1. So, links und rechts hier war nichts. Das heißt, es bleibt eigentlich nur das da. Das Feld. Dann komme ich hier raus. Jetzt habe ich wieder 4 Möglichkeiten. Fangen wir mit dem Kreis an. Okay, der Kreis ist dann richtig. Oh Gott, ich sollte mir das aufschreiben. Dann der Mond. Okay, das war falsch. Okay, es ist danach nicht der Mond. Also. Nummer 1. Dann. Nummer 2. Dann der Kreis. Es war nicht der Mond. Nehmen wir mal die Hantel. Auch falsch. Ich frage mich tatsächlich gerade. Nein! Da würde ich gar nicht hinspringen. Ich frage mich tatsächlich gerade, ob ich das. Aber es gibt wirklich keine Anhaltspunkte, ne? Es ist wirklich reines Ausschlussverfahren. Ich weiß nicht genau, wie oft wir das machen müssen, also wie weit wir vom Ziel entfernt sind. Der Kreis, es war nicht der Mond, nicht die Hantel. Dann bleibt noch das komische Omega und das Haar. Probieren wir das Haar. Okay, das Haar danach. So, den Kreis hatten wir schon. Das heißt, jetzt sind wir mal ein echter Mann. Oh, es hat funktioniert. Ja, Gott sei Dank. Du, junger Sterblicher, du bist der ewige Held.
Ich dachte, du würdest hoheitsvoller sein. Es ist wahr. Ich bin nicht adliger Herkunft. Aber ich bin fest entschlossen. Und meine Herausforderung ist klar. Und, Herr, darf ich Ihre Identität erfahren? Ich bin bekannt als Azriel, Herr der Dimension des Todes. Jetzt aber befürchte ich, herrsche ich über nichts mehr. Meine Wache hat rebelliert. Sie sind von dem Einfluss der Boshaftigkeit eingenommen worden. Und die Seelen, welche sie einst führten, sind Amok gelaufen. Wie kam das, mein Herr? Du weißt, die Maske der Ewigkeit. Sie wurde verwüstet. Verdorbenheit triumphierte. Aber du, guter Held, wurdest auserwählt, diese schreckliche Boshaftigkeit zu besiegen. Und ich kann dir helfen. Um das Tor zum Lager des Todes aufzuschließen. An dessen langer Seite wirst du den Fluss des Todes finden. Überquere ihn, um mit deiner Reise in das Reich der Sonne fortzufahren. Das Reich der Sonne? Jawohl, es ist das heilige Reich der Maske der Ewigkeit. Sagen Sie mir, Lord Azriel, ich suche 4 verlorene Teile der Maske. Haben Sie irgendeine Ahnung, wo sie zu finden sind? Unglücklicherweise weiß ich das nicht. So sei es. Ich werde nicht aufgeben und sie finden. Ich werde die Maske der Ewigkeit zu ihrem rechtmäßigen Platz zurückbringen. Die Welt wird wieder gut sein. Mit Sicherheit, guter Held. Auf Wiedersehen. Okay, dann müssen wir schon mal was dazu tun haben. Das ist gut und bevor jetzt wieder was schief geht, speichere ich doch gleich nochmal. So. Huch, okay. Jetzt haben wir den Schlüssel, den ich vergeblich gesucht hatte. Den ich mit dem Hebel verwechselt hatte. Da ich eventuell weiß, dass dahinter was sein kann, ziehen wir doch gleich mal das Schwert. Jetzt müssen wir da noch durchkommen, richtig? Aha, ja. Der Schlüssel passt. Wunderbar, jetzt können wir auch mal alles einsammeln, was wir hier haben liegen lassen. Okay, gleich mal gucken. Okay, es geht nach links und nach rechts, was auch hier zu sehen ist. Nichts drin. Okay, dann... Auch hier nichts drin. Ich laufe jetzt mal hier lieber mit gezogener Waffe durch die Gegend. Denn man sieht... Oh Gott, sind das viele! Oh, verdammt. Scheiße. Die vertragen mir zu viel. So, aber man kann immerhin den Pfeilen ganz gut ausweichen. So, auch geschafft. Dass es so viel sind, damit hatte ich nicht gerechnet. Aber war ja kein Problem. So, was haben wir hier sonst noch so? Halt, da war noch Pilz. Halt, da auch. Da noch einer. Bisschen Geld. So, ein Trüchen. Was haben wir denn hier? Ich besitze einen quadratischen goldenen Schlüssel. Dass er immer gleich weiß, dass es ein Schlüssel ist, aber gut, was soll es auch sonst sein, ne? Bestimmt kommt mir wieder gleich was entgegen. Oh, Geister. Ich weiß, dass die Schaden machen. Meine Seele, Sterblicher. Ich will ihre Kraft. Na, gibt es Geld. So, ein bisschen aufpassen immer, dass wir nicht zu viel verschwenden.
sind nur Mäuse drin. Da ist ein bisschen Geister drin. Siehste, aua. Fliegt er gleich durch mich durch. Oh. Das ist nicht gut. Okay, da hat's also, gibt's also Feuer. Gut, ich gehe mal geradeaus durch. Ah, ein Hebel. Oh, und ein Phantom. Ah, man sieht die so schlecht. Ich muss mal langsam vorgehen. Wo steht denn der? Steht der hier? Nicht ganz. Hier? Ich habe es getroffen. Haha. Ja, ich habe bei dem Phantom auch ein bisschen Angst, denn dieses Nahkämpfer. Aber es steht da gleich ums Eck, das ist nicht gut. Au. Okay. Den habe ich gerade ausgeschaltet, hoffe ich. Dass ich jetzt nicht durcheinander komme. Gehen wir erstmal hier durch. Ach, guck an. Und jetzt haben wir... Mein Bestand aus Steinen. Steine, die wir einsammeln können. Und die werden wir auch brauchen. Und jetzt haben wir erstmal eine Tafel, die wir lesen können. Die Seele geht ein Rad der Sterne entlang und alle Dinge werden wiederkehren. Wieder die unglaublichen Twitter-Weisheiten. Twitter-Weisheiten. Oh, nein! Hust. Autsch! So, ist es doch machbar. Wenn man irgendwo gegen rennt, was sag ich damit? Die ist stärker. Dann nehme ich die mal mit. So, hier haben wir Feuer. Da sollte ich eigentlich drüber springen können. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, traue ich mich nicht so ganz. Deswegen würde ich jetzt einmal nochmal zurücklaufen, wo ich schon herkam. Gleich mal gucken, ob der Hebel zufällig die Falle ausgemacht hat, was ich eigentlich hoffe. Hat er. Perfekt. Dann gucke ich kurz von der anderen Seite. Ach, hier kann ich auch noch reingucken. Mache ich das zuerst. Mache ich das doch zuerst. So. Ah, ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Da müssen wir gleich gucken, ob wir das schon schaffen. Ansonsten müssen wir hier später nochmal vorbeikommen. Ich bin aber guter Dinge. Was sag ich das hier für ein Heiliges Trank? Heiliges Wasser enthält ausgezeichnete heilende Fähigkeiten. Genau, ich glaube, das hatten wir noch nicht gehört bisher. Bevor wir hochklettern. Einmal sichern. Und jetzt gehen wir mal nach oben. Und ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Angst, ob wir das schaffen. Aber gut wäre es schon. Trete vor, Sterblicher. Ich sehne mich nach deiner Seele. So, wir probieren es ohne Trank. Oh, das sieht ja ganz gut aus. Da kommt dazu nichts. Okay, wir schaffen das problemlos, glaube ich. Oh, oh, no. Oh, ich muss weg. Sonst schmeißt er mich runter.
Scheiße, ich wollte keine 2 nehmen. Nein, nein. Na komm. Hab ich gleich gesagt, wir schaffen es locker? Na komm. Okay, nicht nach vorne laufen. Einfach nur draufhauen. Oh, ich verbrauche viel zu viel Kristalle. Ganz und gar nicht gut. Da muss ich auch wieder auf die Pilze zurückgreifen. Na komm her. Das kann's doch nicht sein. Stirb endlich! Warum stirbt er nicht? Na komm her. Ich will den Stärketrank nicht benutzen. Das ist total dumm. Der bringt schon viel, aber wir sollten es doch auch so schaffen. Muss in die richtige Richtung hauen, Connor. Ich habe so das Gefühl, man hat irgendwie gar keinen Schaden. Also, ich finde, der hält schon arg viel aus. Hier ist es so, da haben wir es mal gut wirtschaften mit unseren Pilzen und unseren Kristallen und mit Schieß mich tot. Sapperlott! Es kann doch nicht sein. Der muss doch jetzt mal wirklich kaputt gehen. Oder habe ich irgendwas vergessen? Den kann ich doch schon von Anfang an besiegen, oder nicht? Ich muss hier kurz durch. Oder muss ich ihn runterschucken? Wie war denn das? Ach, ich muss ihn vielleicht runterschucken. Ja klar, ich muss ihn runterschucken. Oh, war das... Ist das doof. Was? Hier mitgeschoben, oder was? Ah, okay, okay. Nein, ich weiß es wieder. Ich muss ihn wirklich runterschucken. Habe ich den gerade gespeichert? Das da, ja. Ja, ja. Muss ich kurz laden, denn tut mir leid. Also... Ich kann nicht so viel von meinem Zeug verbrauchen. Okay, wir müssen ihn runterschucken. Gott, wie mache ich das denn am besten? Ob dann die Keule am besten ist? Trete vor, Sterblicher. Ich sehne mich nach deiner Seele. So. Entfliehe mal. Ich bin zu weit. Alter Connor! Meine Seele wirst du nicht bekommen. Gott sei Dank. So. Was haben wir gebraucht? 3 Kristalle. 2 Kristalle. Okay. Puh, Glück gehabt. Nein, nein. Ich glaube, ich skippe den Kampf kurz. Wie dumm.